Ja, herzlich willkommen hier beim Packaging Journal Talk. Es gibt viele wichtige Themen, es gibt aber auch viele wichtige, interessante Menschen in der Verpackungsbranche und um die soll es gehen in dieser kleinen Gesprächsrunde. Also was treibt die an, was treibt die um, was sind ihre Themen? Das sind vielleicht nicht immer packende Gespräche, es sind aber auf jeden Fall immer verpackende Gespräche. Heute mit einer Frau, die ein ganzes Register führt, eine Datenbank, die Verpackungen einordnet, bewertet, für Transparenz sorgt. Sie ist Vorstand der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister und da ist sie, Gunda Rachut. Schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Frau Rachut, mit Gesetzen kennen Sie sich aus, Sie sind studierte Juristin. Ab wann wurde Ihnen klar, dass es für Sie vor allen Dingen nur noch um dieses das Verpackungsgesetz geht? Ich hoffe, das wird nie der Fall sein. Also ich habe mich immer schon um das Umweltrecht insgesamt gekümmert, aber Verpackungen bilden natürlich einen großen Schwerpunkt in meiner Historie. Absolut. Da hat es Ihnen jetzt vor allen Dingen ja welcher Paragraph angetan? Der 26, der 28, der 24? Alle. Aber ich sag mal persönlich, natürlich ist es immer eine Herzensangelegenheit um das Thema ökologische Veränderung von Verpackungen. Was kann man tun, damit sie weniger werden, damit sie besser recycelbar werden, damit Rezyklat eingesetzt wird? Dass wir also die Verpackung so ein bisschen aus dem Image, dass das alles schlecht ist, herausholen. Sie ist ganz notwendig. Viele Dinge könnten nicht stattfinden, wenn wir sie nicht hätten. Aber natürlich braucht sie eine wirkliche Circular Economy. Und insofern hat es mir das natürlich schon ein bisschen am meisten angetan. Und damit sind wir bei den Hauptaufgaben dieses Verpackungsregisters. Vielleicht für alle, es werden nicht so viele sein in unserer Branche, aber der ein oder andere weiß vielleicht auch nicht so ganz genau, was sind die Aufgaben dieses Registers? Warum gibt es das? Warum ist das so nötig? Die Produktverantwortung für Verpackung gibt es schon relativ lange, seit 1993, aber die Welt hat sich natürlich geändert. Es gibt Onlinehandel, es gibt immer mehr To-Go-Produkte und damit einher ging dann auch, dass die ein oder andere, der Verpflichtete nicht mehr so richtig das tat, was man eigentlich sollte. Er müsste fürs Recycling bezahlen. Das haben ganz viele nicht mehr getan und das hat dazu geführt, dass diejenigen, die sich rechtskonform verhalten, bis zu 200 Millionen Euro im Jahr mehr bezahlen mussten für diejenigen, die sich nicht legal verhalten haben. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Angelegenheiten, denn in der Regel ist es so, dass wenn jemand zahlen muss, denkt er auch so ein bisschen darüber nach. Und das war dringend notwendig, dass man da tätig wurde. Gleichzeitig hat man gesagt, aber seit 1993 ist auch insgesamt ziemlich viel passiert. Die Recyclingquoten wurden angehoben. Wir sind jetzt auch für die Überwachung zuständig. Also man hat gesagt, wenn wir da schon so eine zentrale Stelle haben, dann ergibt es natürlich auch Sinn, so ein paar Dinge dort ganz zentral abwickeln zu lassen, weil da eine gewisse Kompetenz ist und das nicht unbedingt mehr bei 16 Bundesländern zu belassen. Das alles ist mit Pflichten natürlich verbunden. Systembeteiligung sind so Stichworte oder erst in Verkehrsbringer, dann eben dieses Verpackungsregister, Datenmeldungen, Mengen. Als das losging mit dem Register, mit welchen Widerständen hatten Sie zu kämpfen? Also wie viel Überzeugungsarbeit war auch zu leisten? Vielleicht ein bisschen weniger, als man denkt. Dadurch, dass eben viele Unternehmen eigentlich etwas tun wollten, aber einfach nicht einsahen, warum sie für die anderen mitbezahlen müssen, war eigentlich bei den meisten großen Unternehmen überhaupt gar kein Widerstand da. Wir haben es auch versucht, so einfach wie möglich zu gestalten, um einfach es den kleinen Unternehmen auch einfach zu machen. Da gab es eigentlich nicht so viel Widerstand. Es war schon so, dass man hier und da nochmal einfach erklären musste, weil natürlich ist das nicht der Hauptgegenstand von kleinen Unternehmen, sich beim Verpackungsregister zu registrieren. Also haben wir versucht, über Checklisten, über so ein einfaches Fragespiel, bin ich überhaupt verpflichtet, die so ein bisschen dieser für sie vielleicht etwas fernliegende Materie, das denen nahe zu bringen, mit Erklärfilm, YouTube, also vielleicht auch Kanäle zu nutzen, die für eine Behörde nicht unbedingt die erste Wahl vielleicht wären, aber trotzdem einfach so ein bisschen nah an dem Consumer zu sein, also an den kleinen Unternehmen, um das wirklich auch so ein bisschen populär zu machen. Dass es auch eigentlich eine gute Sache ist mit den Verpackungen, dass man was fürs Recycling tut.
oder dieses Verpackungsgesetz ist jetzt gerade 2 Jahre alt geworden. Sie haben kürzlich auch Ihre Bilanz veröffentlicht, dieser ersten 2 Jahre. Kurz gesagt, es gibt mehr recycelte Verpackungen. Es gibt viel mehr Hersteller, die ihrer Produktverantwortung nachkommen. Weil sie es müssen oder weil sie es inzwischen auch wollen? Was hören Sie da aus der Branche? Unterschiedlich. Also es gibt welche, die, glaube ich, einfach vorher das nicht so im Fokus hatten. Also die einfach mit irgendeiner relativ durchsichtigen Begründung gesagt haben, ich glaube, wir müssen nichts machen. Und jetzt ist ihnen klar geworden, sie sind einfach sichtbar und das ist natürlich auch wichtig, dass das passiert. Viele Händler haben es nicht auf dem Schirm gehabt, aber sie wissen, glaube ich, schon, dass Verpackungen ein Thema sind. Ich meine, das kann nicht an einem vorbeigehen. Das ist im Moment auch so schon vor 2 Jahren in aller Munde. Auf Titelblättern von großen Zeitschriften sind die Verpackungsmüllberge immer wieder zu sehen. Und ich glaube, dass es sich so langsam aber sicher durchsetzt. Also am Anfang war es schon noch so, dass der ein oder andere sagte jetzt das auch noch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich glaube, dass so langsam aber sicher sich der Grundgedanke durchsetzt, dass man also für sein Produkt verantwortlich ist, wenn man das auf den Markt bringt. Und damit auch das Recycling mitgedacht werden muss. Bei den großen Unternehmen ist das Usus. Bei einigen kleineren Unternehmen ist es einfach auch eine Frage dessen, was schaffen sie, haben sie dafür eigenes Personal? Und das ist auch der Grund, warum wir versuchen, es möglichst gut zu erklären, möglichst viel Arbeitshilfen zu bieten. Wir haben ja auch den Mindeststandard fürs recyclinggerechte Design. Den haben wir im letzten Jahr nochmal so ein bisschen umgestaltet, dass er also auch besser handhabbar nochmal ist für die Firmen, gerade für diejenigen, die eben nicht 5 Verpackungsingenieure haben, sondern die einfach gucken, wie sie über die Runden kommen. Und das sind so Sachen, wo wir schon versuchen, sehr nah an den Firmen dran zu sein, um die wirklich da abzuholen, wo sie stehen. Und doch machen ja einige dann nicht mit. Sie haben ja gesagt, Sie sind eine Behörde, Sie können auch Strafen ja tatsächlich verteilen. Kann man das beziffern, wie viele noch nicht so richtig überzeugt sind und wo Sie wirklich auch nochmal ahnden müssen? Also zunächst einmal, wir können tatsächlich nicht ahnden, sondern das sind dann die Vollzugsbehörden der Länder, denen wir aber zuarbeiten. Also es ist so, die bekommen von uns dann die Ordnungswidrigkeiten und wir haben insgesamt so ungefähr 6.000 Ordnungswidrigkeiten an Vollzugsbehörden abgegeben, weil da ganz klar gegen Vorschriften des Verpackungsgesetzes verstoßen wurde. Das sind überwiegend erstmal größere Unternehmen gewesen tatsächlich, weil wir uns erstmal auf diejenigen konzentriert haben, die wirklich auch eine große Masse in den Verkehr bringen und wo es wichtig ist, dass sie sich rechtskonform verhalten. Ich sag mal, es wächst kontinuierlich. Es ist natürlich auch so, dadurch, wir haben es auch bekannt gemacht, wir haben Fallberichte auf der Webseite veröffentlicht. Also wir haben schon deutlich gemacht, dass wir es ein Stück weit auch sehen können, wenn sich jemand nicht rechtskonform verhält. Wir haben eine Analyseplattform, Claire heißt die. Das heißt also, die Daten gehen nicht nur bei uns ein, sondern sie werden auch angeschaut, sie werden kontinuierlich kontrolliert. Wir gleichen sie mit den Datensätzen der Systeme ab, sodass wir eigentlich relativ viel sehen können. Die meisten verhalten sich völlig rechtskonform. Aber eben bei ein paar muss man dann halt dann doch nochmal anders tätig werden. Ja, damit es auch beim Recycling dann noch mehr Erfolgsmeldungen gibt, können wir auch nochmal drauf gucken, was Sie da gemeldet haben. 13% Steigerung bei den recycelten Verpackungsmengen, bei den Kunststoffen sogar 50% mehr werkstofflich verwertet. Das klingt nach viel, sind ja auf jeden Fall sehr große Steigerungszahlen, aber wie stehen wir dann in totalen Mengen da? Also da wird noch viel Luft nach oben sein, oder? Ja und nein. Also die Prozentzahlen stellen ja nur einen Teil der Wahrheit dar. Es ist so, dass die Prozentzahlen beziehen sich auf die Menge, die bei Systemen beteiligt ist. Und dadurch, dass wir die nach oben gebracht haben mit unseren Vollzugsaktivitäten, ist also die absolute Masse, die einer Verwertung zugeführt wurde, auch deutlich gestiegen. Das war aber vorher klar. Das waren auch Schätzungen der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, die gesagt haben, diese Steigerung des Prozentsatzes gibt es nicht wieder. Wir müssen vermutlich um 100% die werkstoffliche Verwertung steigern. Und ich bin ganz froh, da ist einiges passiert im Jahr 2019, also im ersten Jahr. Wir kriegen das ja immer ein halbes Jahr später mit dem Mengenstromnachweis. Aber diese Steigerung war auch echt nötig. Also um jetzt die nächste Stufe, es gibt eine weitere Stufe der Steigerung 2022, um die zu schaffen, muss man also jetzt wirklich viele Anstrengungen unternehmen.
Und das ist jetzt in der Wirtschaftslage, also neben Covid, einem sehr niedrigen Ölpreis, nicht so einfach. Einfach weil Rezyklate sehr viel teurer im Moment sind als Neuware. Und da muss man eben gegen viele Windmühlenflüge kämpfen, um tatsächlich Rezyklate, hochwertige Rezyklate sind nicht so schwierig, aber sag mal, also auch die mittleren tatsächlich auch unterzubringen. Das wäre tatsächlich jetzt auch eine Frage gewesen von mir, also inwieweit natürlich Covid-19, dieses Pandemiejahr, das ja nun eines dieser zwei Jahre Verpackungsgesetz sehr maßgeblich geprägt hat, sich auswirkt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, muss man sagen, diese Transformation, die da ja im Gange ist, die wird eher gebremst durch Corona momentan? Teils, teils. Also erstmal ist es natürlich eine ganz andere Situation für Verpackungen. Wir haben bedingt dadurch, dass die Gastronomie nicht wirklich stattfindet, dass Homeoffice ist und so weiter, haben wir Kühlhäuser, die Monate leer stehen. Das heißt also im Bereich der Großverbraucherverpackungen, die vielleicht besser recycelbar sind, gibt es einen starken Rückgang. Wir haben stattdessen einen starken Zuwachs bei To-Go-Verpackungen, bei Haushaltsverpackungen, weil Homeoffice, man verbraucht es zu Hause, es landet eben nicht in dem Industriebetrieb, es landet in der heimischen gelben Tonne. Das heißt also, die Entsorgungsmengen sind tatsächlich auch nochmal gestiegen. Das sind aber nicht unbedingt Mengen, die wirklich gut recycelbar sind. Das heißt, das ist schon eine ziemliche Herausforderung für die Entsorger für das Jahr 2020 jetzt, die Recyclingquoten gut zu erfüllen. Es gibt insgesamt einen Shift von Kunststoffverpackungen weg zu faserbasierten Verpackungen. Wenn ich aber mit Mal so einen Shift habe, also von einem Material, bei dem ich zumindest ein gewisses Maß an Recyclingkapazitäten kontrahiert habe, zu einem anderen Material, wo ich die Recyclingkapazitäten nicht kontrahiert habe und die es auch vielleicht gar nicht so gibt in Europa, dann ist das nicht so ganz einfach. Also das hat auch die Entsorger vor durchaus diverse Probleme gestellt dieses Jahr und ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt in der Bilanz aussehen wird, wenn wir die Mengenstromnachweise im Juni bekommen. Nun sind wir noch relativ am Anfang des Jahres. Wenn ich Sie frage nach Herausforderungen, vielleicht auch nach Möglichkeiten in 2021, was würden Sie da sagen? Also ganz klar ist das recyclinggerechte Design von Verpackungen nach wie vor auf der Tagesordnung. Dafür engagieren wir uns. Da ist, glaube ich, schon noch Luft nach oben. Wir haben im Moment diverse Trends. Das ist nicht unbedingt alles jetzt nur ökologisch getrieben, muss ja auch nicht. Weil sich im Verbrauch auch wirklich vieles tut. Aber wir haben auch die Einweg-Kunststoffrichtlinie, die das Ganze ein Stück weit mit triggert. Ob das immer in die Richtung recyclinggerechtes Design ist, kann man noch nicht so ganz genau sagen. Also es ist immer so, es gibt gerade im Verpackungsmarkt, gibt es im Moment ganz viele Treiber, die aber nicht alle in dieselbe Richtung gehen. Und insofern versuchen wir, ich sag mal, diese grundsätzlichen Trends, die letztendlich durch die Abfallhierarchie vorgegeben sind, vermeiden, verwerten und nur, wenn es überhaupt nicht anders geht, beseitigen. Und das treibt uns letztendlich auch. Das sind auch unsere Hierarchien. Das heißt also, zu gucken, wie können wir die Aufgaben, die wir haben, nämlich Mindeststandard, recyclinggerechtes Design, aber bei den Systemen auch die finanzielle Förderung von Rezyklateinsatz. Was sind da die Themen, die wir nach vorne bringen können in der Diskussion? Und das werden wir auch sicherlich weiterhin tun, denn Rezyklateinsatz, das ist jetzt nichts ganz Neues. Durch den Ölpreis ist es schon schwieriger geworden. Es gibt da mehrere Engagierte. Also es ist ja einmal die Circular Plastics Alliance, die auf europäischer Ebene, wo die großen Player einiges tun. Aber es gibt auch einen Beschluss der Umweltministerkonferenz, dass man also über eine Arbeitsgemeinschaft versucht rauszukriegen, wie kann man den Rezyklateinsatz fördern? Also es gibt viele gute Initiativen und da hoffen wir einfach, dass es in die richtige Richtung geht und versuchen im Rahmen unserer Aufgaben entsprechend dort tätig zu werden und zu unterstützen. Und vor allen Dingen für Transparenz zu sorgen, denn das tut ja dieses Verpackungsregister, das ist so eine ihrer Hauptaufgaben, das steht auch immer ganz oben, wenn es darum geht, also wofür sorgt das Verpackungsregister. Es beleuchtet aber, haben Sie gesagt, bei so einer ersten Bilanz auch die Schwachstellen noch im Verpackungsgesetz. Welche sind das? Also wo müssen nochmal so ein paar Hebel angesetzt werden? Also das, was wir sehr deutlich sehen, wo wir auch tätig geworden sind, wir haben natürlich einen klassischen Trend, wo werden es mehr verpackt? Das ist jetzt nicht die generelle Kunststoffverpackung, die wird eher weniger, aber wir haben einen Trend,
Trend zu To-Go. Das ist natürlich durch Corona jetzt nochmal ganz stark gepusht. Wir haben einen sehr starken Trend im Bereich des Onlinehandels, auch etwas, was durch Corona stark gepusht ist. Und da gehen wir auch von so einem Sperrklinkeneffekt aus, also dass es nicht sich wieder zurückentwickelt in vollem Umfang. Da ist es so, zum einen hat der Gesetzgeber ja jetzt ein neues Verpackungsgesetz vorgelegt, wo er also auch bestimmte Vorgaben an Mehrwegverpackungen auch im Bereich des Außerhausverzehrs gemacht hat. Wir haben selber zwei Expertenkreise ins Leben gerufen. Das ist einmal der Expertenkreis zu Serviceverpackungen und ein Expertenkreis zu Versand- und Onlinehandel, um einfach zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, da die Compliance nochmal zu verbessern und wirklich dahin zu kommen, dass die Abfallhierarchie auch besser umgesetzt wird. Auch zum Versand- und Onlinehandel hat der Gesetzgeber etwas Neues geregelt. Es gibt eine, soll eine Plattformhaftung geben für das Anbieten von Waren, die jetzt verpackt, aber nicht registriert sind. Also da geschieht schon einiges. Der Gesetzgeber ist sich dessen bewusst und wir versuchen jetzt nochmal darüber hinaus mit den Playern zu sprechen. Wo sind noch die Punkte, die betrachtet werden müssen? Einmal natürlich gibt es noch Themen im Gesetz, aber vielleicht auch Themen für uns, wo wir sagen, müssen wir vielleicht in chinesischer Sprache tätig werden? Was können wir mit den großen Plattformbetreibern machen? Können wir auch bei den CAP-Diensten, also Kurier, Express und Paketdiensten, gibt es eine Möglichkeit, gemeinsam mit denen etwas zu tun? Also wir gucken wirklich so an allen Stellschrauben, was kann man machen, um die Situation noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen? Also noch große Herausforderungen, aber es ist schon viel passiert. Sie haben auch mal, ich glaube, in Frankreich studiert, also auch quasi auf der anderen Seite des Rheins ein bisschen gelebt, werden auch sonst den Blick über den Tellerrand haben. Was können denn andere Länder von unserem Verpackungsrecht lernen? Oder gibt es vielleicht auch andere Länder, wo Sie sagen, oh, da können noch ein bisschen was, da können wir was lernen von denen? Ach, die Kultur ist ja durchaus unterschiedlich. Also ich bin nach wie vor sehr gerne in Frankreich. Also das ist nach wie vor so das Land, was mir auch sehr nahe liegt. Aber Franzosen sind halt tatsächlich deutlich anders, auch im Verbrauch, auch im das Verhältnis zu Lebensmitteln ist auch tatsächlich noch im Moment noch ein völlig anderes als bei uns. Und insofern ist das immer, tue ich mich immer ein bisschen schwer, da einfach so zu übertragen. Das, was ich jetzt manchmal sehe, in Frankreich ist ja auch die komplette Verpackungssammlung eingeführt worden. Zum Teil in Regionen so eingeführt worden, dass man also Restmüll sehr stark limitiert hat. Insofern, dass man also mit einer Chipkarte 30 Liter Säcke einwerfen darf. Das führt zu einer relativ starken Vermüllung der Containerstellplätze und sowas. Also das sind so Dinge, die hatten wir am Anfang. Und da ist Frankreich jetzt manchmal auf dem Lande so, dass man sagt, naja, ist vielleicht so ein bisschen das, was wir in den 90er Jahren hatten. Aber ich glaube, die sind auch auf einem guten Weg. Das, was ich im Moment sehe, und das macht mir eigentlich am meisten Sorge, ist, zum einen gibt es eine sehr starke Regelungsdynamik. Und wenn also Europa schon sehr stark regelt, dann führt das schon dazu, dass die Nationalstaaten dann auch nochmal eigene Nuancen da reinbringen. Und das ist das, was mir eigentlich große Sorge bereitet, weil dann wird es ja exponentiell. Also ein Hersteller, der international tätig ist und dann gucken muss, okay, wir haben eine Vorgabe zum recyclinggerechten Design und das wird aber in den Nationalstaaten in mindestens mal 5 unterschiedlichen Modellen umgesetzt, dann hat er wirklich ein Problem. Und gerade die kleinen Hersteller können das, glaube ich, wirklich nicht mehr abbilden. Und dann kann Compliance nicht mehr stattfinden. Und das macht mir große Sorge, dass man also schon meines Erachtens mal darauf achten muss, nehme ich diese Hersteller mit? Wir haben jetzt das große Privileg, dass wir mit vielen Herstellern direkt im Kontakt sind. Also wir haben ein Callcenter, wir haben schriftliche Anfragen, wir haben allein im ersten Jahr 60.000 Anfragen beantwortet. Und so kriegen wir wirklich mit, was treibt die? Was ist unser Hauptklientel? Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass Europa da ein Stück weit zu weit weg ist. Und dann da, ich sag mal, Ergebnisse rauskommen, die gerade für diese Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen so nicht mehr umsetzbar ist, insbesondere wenn es wirklich jeder Staat unterschiedlich umsetzt. Das macht mir ein bisschen Sorge. Da glaube ich, dass es wichtig ist, das im Auge zu behalten. Und das werden Sie tun und ansonsten von Ihnen lernen, oder? Wenn man von Brüssel nach Osnabrück guckt, kann das doch nicht falsch sein.
Wir stehen in Kontakt, glücklicherweise, weil auch darüber nachgedacht wird, ein europäisches Register zu machen. Dass, wenn man weiß, was das heißt, ein Register zu betreiben, wir sind eine voll digitale Behörde. Das sagt sich so leicht. Das ist nicht so einfach, eine voll digitale Behörde zu sein. Das setzt voraus, dass man wirklich in der IT gut aufgestellt ist. Aber ansonsten schafft man das nicht. Also das, wir wären eine Monsterbehörde, wenn wir nicht alles voll automatisiert machen würden. Aber was das heißt, also ich erzähle mal gerne die Anekdote. Am Anfang hatten wir also zunächst nur die Herstellerregistrierung, dann kam die Prüferregistrierung dazu und der ein oder andere Hersteller guckte sich das Ganze an und sagte, ich glaube, ich registriere mich einfach mal als Prüfer. Es scheint mir irgendwie einfacher zu sein. Oder registriert ist registriert. So, nur als Prüfer muss man, das sind die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, muss man also ein Dokument zur Legitimierung hochladen. Wir haben da Allergieausweise gefunden, wir haben Jagdschein gefunden in der Legitimierung, also es waren alles Fehlregistrierungen, aber das sind alles so Sachen, wir sind hier nur in Deutschland. Ich stelle mir das einfach vor, wenn das auf europäischer Ebene passiert, dann haben wir natürlich ein starkes kartellrechtliches Thema, wenn man also nicht nur die Adressdaten sammelt, sondern auch Verpackungsdaten, was wir tun und was auch auf europäischer Ebene grundsätzlich angedacht ist. Diese Daten müssen extrem sicher sein. Denn es muss klar sein, dass man natürlich diese Daten nicht rausgeben darf, weil die natürlich das interne Know-how darstellen, weil die etwas über die Marktposition aussagen. Und das sind alles so Themen, die muss man sich erst wirklich bewusst machen, wenn man so ein Register betreibt, um dann zu überlegen, funktioniert das? Ist das, würde das wirklich im Sinne der Abfallhierarchie viel ändern, wenn ich jetzt dem Hersteller das auch noch aufbürde? Mein Verdacht ist vermutlich nicht so viel. Ich glaube, da gibt es effizientere Maßnahmen. Und das sind alles so Themen. Wir haben schon den Impact, dass wir sagen, das, was wir an Transparenz liefern, ist für Politikmaßnahmen großartig, weil wir einen ziemlich schnellen Überblick darüber haben. Erstens, was ist auf dem Verpackungsmarkt los? Was gibt es für Trends? Können wir ganz schnell sehen, wenn sich Verpackungsmaterialien ändern. Wie verändern sich die Hersteller? Wir sehen im Moment einen starken Umbruch in dem Markt der Systeme. Und insofern können wir sehr gut über diese Transparenzgrundlagen für Politikmaßnahmen liefern. Auch das wüsste ich jetzt nicht, ob es wirklich auf europäischer Ebene so viel bringen würde. Aber es ist eben etwas, was man wirklich sich immer genau überlegen muss. Was ist das Ziel und komme ich mit dieser Maßnahme dem Ziel wirklich deutlich näher? Ja, danke für diese Einblicke. Das heißt, Sie wissen jetzt, wer unter Verpackungsprüfern auch Jäger ist. Habe ich das richtig rausgehört? Nee, das waren Hersteller. Die haben einfach nur gedacht, das wäre viel einfacher, weil da mussten sie keine Verpackungsdaten eingeben, sondern irgendein Dokument hochladen. Und da haben sich irgendein Dokument genommen, was ihnen gerade so... Ja. Aber immerhin alles digital. Und ich meine, gerade in Corona sehen wir, wie gut es wäre, wenn alle Ämter, also auch Gesundheitsämter, schon damals auf digital umgestellt hätten bei Ihnen dann. Aber klar, wenn es eine relativ neue Behörde ist, dann funktionierte das auch. Respekt auch dafür. Vielen Dank, Frau Rachuth, für diese Einblicke. Also sowohl vor die Kulissen als auch hinter die Kulissen, dass Sie uns mitgenommen haben ins Homeoffice, nehme ich an, oder? Das ist Homeoffice hier, ja. Ja, genau.